Ja, schönen guten Morgen. Heute nehme ich mir mal vor, ein Tutorial zu machen zum Thema Wireless LAN, auch WLAN genannt, anhand eines Telekom Speedport Routers. Die meisten Leute haben Probleme mit ihrem WLAN, weil entweder wird es gehackt oder es funktioniert nicht richtig. Darum zeige ich heute ein paar Tipps, wie es funktioniert. Als erstes müsst ihr mal herausfinden, was für eine Adresse euer Router hat. Bei den Telekom-Routern ist es die Adresse 192.168.2.1. Ihr kopiert diese Adresse. Öffnet euren Browser und gebt das in der Adresszeile ein mit Einfügen. Dann bestätigt ihr mit Enter. Es erscheint das Konfigurationsmenü des jeweiligen Routers. Hier ist es ein Speedport W723V. Ihr gebt das Gerätepasswort ein, dann bestätigt ihr mit OK. Das Menü öffnet sich. Hier gibt es verschiedene Schritte. Man kann entweder Schritt-für-Schritt-Konfiguration machen. Davon rate ich entschieden ab, weil es nur die minimalen Basics bietet. Hier gibt es zur Konfiguration Sicherheit, Netzwerk und Telefonie. Ihr geht in den Punkt Sicherheit. Hier gibt es einmal oben die Option Gerätepasswort. Das heißt, wenn ihr euch das erste Mal eingeloggt habt mit dem Passwort auf der Rückseite des Routers, empfehle ich euch, dieses Passwort zu ändern und die maximale Zeichenlänge zu nehmen. Des Weiteren ist hier die Sicherheitseinstellung für WLAN. Und das ist jetzt mein Hauptaugenmerk. Hier gibt es die Verschlüsselung, die SSID. Die SSID ist der Name, der ausgesendet wird von eurem WLAN. Dann WPS und die Zugangsbeschränkung. Ich wähle jetzt die SSID-Verschlüsselung aus und blende mich eben kurz aus, damit ihr meine Passwörter nicht seht. So, hier habe ich aktiviert den Namen meines WLANs. Hier ist Folgendes zu beachten. Ihr nehmt die neueste Verschlüsselung. WPA2 Verschlüsselungstyp AES. Hier unten wird der Schlüssel eingegeben. Dieser Schlüssel, da empfehle ich, dass ihr 40 Zeichen nehmt. Die tragt ihr dort ein und wenn ihr damit fertig seid, geht ihr unten auf Speichern. Das brauche ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach nur auf Zurück. Das Wichtigste beim WLAN ist die Zugangsbeschränkung. Ich aktiviere die eben. So, die WLAN-Zugangsbeschränkung ist eine MAC-Adressenfilterung. Jedes eurer Geräte zu Hause hat eine MAC-Adresse. Das ist die Media Access Control Adresse. Ihr schaltet den Betriebszustand auf ein, damit die MAC-Adressenfilterung aktiviert ist. Wenn ihr die MAC-Adresse rausgefunden habt, könnt ihr über weiteres WLAN-Gerät hinzufügen eine neue MAC-Adresse eingeben. Der Name, den ihr vergebt bei Gerätename, ist egal, nur die MAC-Adresse muss stimmen. Das bedeutet, dass ihr in eurem WLAN einen Filter einbaut, einen Gerätefilter. Das hat dazu Folge, dass selbst wenn euer WLAN gehackt werden sollte, was bei 40 Zeichen sehr unwahrscheinlich ist,
es noch zusätzlich die Sicherheitseinstellung WLAN-Zugangsbeschränkung gibt. Das heißt, selbst wenn euer WLAN gehackt wird, habt ihr noch einen Gerätefilter drin. Die meisten Leute wollen wissen, wie geht das mit dem Mac-Filter, mit dem Media Access Control Filter. Da habe ich was vorbereitet. Ihr findet bei eurem Android-Handy die MAC-Adresse unter folgender Einstellung. Ihr geht auf Anwendung, Einstellung, Telefoninfo, Hardwareinformation und da findet ihr die Wi-Fi-MAC-Adresse eures Handys. Hier nochmal so zu sehen. Jetzt geht es aber hauptsächlich darum, fragen mich viele Leute, wie finde ich die MAC-Adresse raus meines Computers? Hier gibt es Folgendes. Es gibt den Befehl ipconfig zum Herausfinden eurer MAC-Adresse. Ihr findet das unter Start, Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung und dann gebt ihr den Befehl ipconfig Leerzeichen slash all ein. Ich zeige euch das mal eben. Ihr geht hier unten auf Start, dann geht ihr auf alle Programme, dann auf Zubehör und dann geht ihr auf die Eingabeaufforderung. Es erscheint ein schwarzes Fenster. Bei euch steht dann C, Username, da steht euer Name. Es ist jetzt gerade mit der Kamera etwas schwer, ich weiß nicht warum. So, hier gebt ihr ein ipconfig, dann Leerzeichen, dann slash und dann all. Und dann drückt ihr Enter. Es erscheint eine riesige Anzahl an irgendwelchen Daten. Hier ist wichtig, dass ihr Folgendes aufsucht. Es gibt eine Beschreibung über einen Tunneladapter. Das braucht ihr nicht. Ethernet-Adapter braucht ihr auch nicht. Ihr braucht den Drahtlos-LAN-Adapter, auch Drahtlos-Netzwerkverbindung genannt. Und die MAC-Adresse findet ihr bei der Zeile physikalische Adresse. Das wäre dann quasi hier. Meine MAC-Adresse wäre dann D0DF9A irgendwas. Also quasi, ihr sucht den Drahtlos-LAN-Adapter, Drahtlos-Netzwerkverbindung und da dann die physikalische Adresse, das ist eure MAC-Adresse. Und diese MAC-Adresse, die ihr dann rausfindet, tragt ihr im Telekom-Router unter WLAN-Zugangsbeschränkung ein, indem ihr weiteres Gerät hinzufügt. Dann gebt ihr einen Gerätenamen und jetzt würdet ihr die MAC-Adresse hier eingeben. Ich gebe jetzt einfach irgendetwas ein und dann würdet ihr abspeichern. Ich schließe alles und das ist dann die Zusammenfassung nochmal von mir. Euren Speedport-Router erreicht ihr unter dieser Adresse, die müsst ihr kopieren und in euren Browser einfügen. Des Weiteren ist wichtig, bei eurem Android-Handy findet ihr die MAC unter Anwendung, Einstellungen, Telefoninfo, Hardwareinformation, Wi-Fi-MAC-Adresse. Und um euer MAC-Adressen Zeilenbefehl zu finden am Windows-Rechner, geht ihr vor unter Start, Programme,
Zubehör, Eingabeaufforderung und dann den Befehl ipconfig Leerzeichen slash all. Ich habe das nochmal alles zusammengefasst und das wäre dann das Endresümee einer vernünftigen WLAN-Absicherung. Als erstes, ihr benutzt die WPA2-Verschlüsselung. Dann seht ihr zu, dass ihr maximale Kompatibilität habt, indem der Router auf B, G und N sendet. Dann verschlüsselt ihr euren Access Point mit 40 Zeichen. Dann richtet ihr den Gerätefilter ein, wie ich gerade beschrieben habe, den MAC-Adressenfilter. Und dann ändert ihr das Gerätepasswort und zwar auf die maximale Zeichenlänge. Wenn ihr diese 5 Schritte berücksichtigt, dann habt ihr einen einbruchsicheren WLAN-Point. Das war's und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal.